Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem Video von mir. Und zwar heute geht es um den Alvaha Blue Mint in der neuen Produktion in der schwarzen Dose. Produktionsdatum ist 08.2012. Gucken, ob ich das rankriege. Hier drüben. So. Genau da. Könnt ihr, denke ich, mal sehen. Ja, und wo ich den ausgepackt habe und zum ersten Mal, ja, sag ich mal, wo er zum ersten Mal seinen Duft abgegeben hat, da dachte ich mir, oh, okay, die haben gut was verändert. Also, wenn ihr sonst den Blue Mint aufgemacht habt, ist euch ja eine Todesminze entgegengekommen. Also, wenn ihr aufgemacht und gerochen habt, dann habt ihr gleich das Gesicht verzogen. Ja, war diesmal nicht. War diesmal eine schöne, leckere Blaubeere und ein leichter Minzegeruch. Und ja, jetzt fällt mir erstmal der Tabak auf die Hose. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Geruch. Also ich habe den Tabak ein bisschen draußen stehen lassen, beziehungsweise offen stehen lassen. Also dieser Minz ist halt noch da, aber nicht mehr so extrem. Und eine leckere Blaubeere. Ihr könnt aber den Schnitt sehen, einfach halt typisch. Mal grob, mal fein. Autofokus natürlich mal wieder an. So. Aber ich denke mal, wir kennen das alle. Also auf jeden Fall finde ich, dass die ein bisschen was verändert haben. Dann kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack. Ja, wundert euch nicht, warum der so Bombe raucht. Also ich habe da ein bisschen Glycerin auch mit reingemacht. Ja, ist auch super. Auch wenn ihr den nicht angefeuchtet habt, also dann raucht der bombastisch. Ja, ich habe dem Tag jetzt ordentlich Hitze gegeben. Und es ist jetzt nicht so, dass die Minze so extrem ist, dass man gar nicht mehr rausschmeckt. Also die. Ich finde, die haben wir ein bisschen Minze rausgenommen, sag ich mal. Also Minze ist schön kühl im Hals, aber jetzt nicht so arg gedrückend. Beim Ausatmen habt ihr eine bisschen künstliche Blaubeere. So zwischen künstlich und natürlich ist es eigentlich relativ gut gehalten. Also da finde ich auf jeden Fall, dass also ich denke mal, die müssen was verändert haben. Aber ich finde, der schmeckt besser als die alte Produktion. Ich meine, die alte Produktion war schon geil. Aber die haut nochmal alles raus. Also ich glaube, da habe ich mal wieder einen Tabak gefunden, den ich täglich rauchen kann. Ich meine, wie gesagt, die alte Produktion konnte man auch täglich rauchen. Aber die ist noch geiler. Also schmeckt mir richtig gut. Ja, und im Abgang jetzt, wenn ihr den Rauch langsam rauslasst, ist eine natürliche Blaubeere. Klare Kaufempfehlung, 10 von 10 Punkten von mir, eigentlich 10 oder 11, 11 von 10. Der ist super. Neue Produktion hat sich Alvaha wieder selber übertroffen. 200 Gramm. Glaube ich jetzt nicht, dass die 200 Gramm drin waren. Kennt ihr ja, zwischen 180 und 190 schwanken die ja mal. Ja, und dann war's das. Dann drehe ich nochmal kurz die Kohlen. Soll mal ordentlich Dampf geben hier. Super.
Also, wie gesagt, Kaufempfehlung, 11 von 10 Punkten, müsst ihr euch unbedingt holen, 13,50 € die 200 Gramm oder die 180, 190 Gramm. Ja, und dann warst du schon wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wie auch immer. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao. Thank you.